ist die Ski. Ja, Ski ist schon. So Ski schon auch. Packen wir's. Michi, aber mit einem Spritzer Zitrone, gell? Logisch. Alles gut? Mei, ich hätte gern eine große Apfelsaftschorle, bitte mit einer Spritzer Zitrone und 4 Eiswürfel und mir gibt's noch eine halbe Edelstoff. Nein, geben Sie mir eine Johannisbeerschorle und zwar 2 Drittel Saft und 1 Drittel Leitungswasser, aber nicht kalt. Und dann hätte ich noch gern einen Stammball Krapambuli. Dahinter! Zurück! Nur das Geld hinein, geh mal! Hopp! Jetzt rein da! Los! Schuss! Mist! Bewahren Sie bitte die Ruhe, ich bin Polizist! Sag einmal, Michi, du gehst aber gar nicht ran. Lass mich, ich habe den Zugriff. Ja, das sehe ich. Wahre Schönheit kommt von innen. Vielleicht solltest du die Kugeln auch polieren. Ja, erhöht sicher noch mal die Trefferquote. Das hätten sie auch bitter nötig. Bei der Schießübung letzte Woche hätten sie nicht einmal eine Wassermelone getroffen. Das zählt nicht, Herr Hofer. Da war ich unpässlich. Der Restalkohol, würde ich sagen. Herr Hofer, haben Sie nichts anderes zu tun, als hier rumzustänkern? Wie wär's mal mit Arbeiten zur Abwechslung? Im Augenblick haben wir gerade mal eine Vermisstenanzeige. Eine junge Frau meldet ihren Freund als vermisst, weil er sich 2 Tage lang nicht gemeldet hat. Vielleicht hat er mit ihr Schluss gemacht. Oh, halt! Stehen bleiben! Polizei! Bleiben Sie stehen! Ha! Nein! Widerstand ist zwecklos, Sie sind vorläufig festgenommen. Jetzt lassen Sie das Geld, ich will von der Polizei. Geben Sie sofort das Geld zurück. So, aufstehen. Danke, geht schon. Was ist mit dem? Du, ich glaub, der ist. Glaubst du, dass der hier ist? Dass die Stockel nie einen Apparat umschalten kann, wenn sie mal frei hat. Und sehr wenig merkt, dass nicht da ist. Das sag ich dir. Kriminalinspektion, Büro Satori Hofer, Stockel am Apparat. Frau Stockel, grüß Gott. Sie flachen Tiroler. Wir sind auf dem Berg und nicht bei der Meile in der Modemesse. Sie hätten mir ja sagen können, wo wir hinfahren. Ja. Und zu mir nochmal? Ja, genau. Und jetzt die Maske. Schauen Sie zu mir. Ja. Ja, was ist denn? Humor? Was wird denn das?
Und was sagst du zu unserem Michael Mohr? Was soll man dazu sagen? Muss die Polizeikasse dafür aufkommen? Also das ist eine Unverschämtheit. Bitte. Der schnappt ganz allein die meisten gesuchten Hüttenräuber. Weißt du, jemand anderem einen Erfolg gönnen ist nicht jedermanns Sache. Schmarrn, Michi. Gratulation. Haben Sie den auf dem Gewissen? Nein, der war schon tot drin gesteckt in der Schneebach. Was? Der Todeszeitpunkt lässt sich nur mit einer Ungenauigkeit von mehreren Stunden ermitteln. Auf jeden Fall ist er erschossen worden. Bitte hängt ihr den Abschnitt. Mit einem Schuss ins Herz. Wahrscheinlich aus allernächster Nähe. Das ist nämlich ein Durchschuss. Deswegen haben wir auch kein Projektil. Mehr können wir jetzt nicht machen. Gut, servus. Servus. Was wissen wir über den Toten? Dass er Biathlet war. Und zwar vom Leistungszentrum Enterit. Drängt sich die Frage auf, was der als Leistungssportler in der Schneebar zu suchen hatte. Also laut Aussage von dem Barkeeper ist der Schnee für die Bar von da drüben von der Piste hierher gebracht worden. Und zwar mit einer Raupe. Ja, jetzt nehmen Sie die Knarre weg, ja? Also was du schon in dieser kurzen Zeit ermittelt hast. Gut, gell? Dann weiß er ja mit Sicherheit auch den Namen des toten Familienstand Angehörige. Es ist halt doch wie immer. Die wirkliche Arbeit bleibt an uns hängen. Also das war der Spaß. Michi, was wird man ohne dich machen? Hast du aber mal Zeit für mich? Der Wollmann schon. Danke. Valerie? Hast du was von Bruno gehört? Nein. Was sagt die Polizei? Ich habe das Gefühl, die nehmen das nicht richtig ernst. Valerie, Liebes, mach dir keine Sorgen. In dem Alter verschwindet man schon mal für ein paar Tage. Ja, und wo verdammt ist man dann? Schumann? In 20 Minuten in der Klinik. Ja, bis dann. Sag nichts. Wie sagt die Spurensicherung, sie sollen da hinten, wo der Schnee herkommt, nur mal alles absuchen, vielleicht finden wir irgendwas. Kabine. Bravo, Michi. Sehr gut. Der Fahrer von der Ratten macht sich ein bisschen wichtig. Er sagt dir etwas zu Menschen. Lass mich durch! Wer ist denn hier? Sie gehen da nicht. Entschuldigung. Lass mich durch. Nein, Sie bleiben stehen. Das ist schon recht. Das passt schon. Haben Sie unser Geld sichergestellt? Selbstverständlich, aber das kriegen Sie nicht hier wieder, sondern erst auf der Wache. Das muss ja alles protokolliert werden. Kennen Sie den Mann, Herr Bichl? Die Familie Bichl bewirtschaftet die Hütte, wo ich den Räuber in Flagrante erwischt habe. Kennen Sie den Mann, Herr Bichl? Das ist ein guter Freund von mir. Der Bruno Kiesel. Mit trainieren zusammen. Also wir haben. Hofer Kripo Rosenheim. Das ist mein Kollege Satori. Und das ist der Kollege Mohr. Haben Sie eine Ahnung, wer den Herrn Kiesel ermordet haben könnte? Na. Na. Aber Sie haben doch einen Verdacht, oder? Mei. Na, na, das ist ein Schmarrn. Herr Bichl, jede Spur ist wichtig. Vielleicht eine Frauengeschichte. Der Bruno, der war halt ein Frauentyp und der hat immer was am Laufen gehabt. Da kenne ich noch einen. Da habe ich mir gedacht, dass das vielleicht einer aus Eifersucht, aber ich wüsste jetzt wirklich nicht, wer. Hatte er Verwandte? Seine Eltern sind vor ein paar Jahren gestorben. Ansonsten wüsste ich niemand. Außer seine Freundin halt. Also Moment mal, Herr Bichl. Wollen Sie andeuten, dass der Herr Kiesel seine Freundin betrogen hat? Mei. Wie heißt denn die Freundin? Die Valerie. Die Valerie Schumann. Aube. Ich glaube, das ist die Kleine mit dem vermissten Freund. Ja, danke, Herr Bichl. Das war's erstmal. Wenn wir noch was wissen wollen, dann rühren wir uns. Danke. Wiederschauen. Dann schlage ich vor Arbeitsteilung, oder? Genau. Ich schaue mich hier um und Sie kümmern sich um das Mädel. Was? Das liegt Ihnen doch. Ach, den unangenehmen Job darf ich wieder machen. Er ist aber auch menschlich wertvoller. Sie sind so gut zu mir, Hofer. Gell. Jetzt auf den Boden zu küssen, das darf nur der Papst. Erschossen? Wir müssen doch was tun. Wieso? Entschuldigung, Herr Professor, kann ich Sie kurz sprechen? Ja, ja, einen Augenblick bitte, ich bin gleich für Sie da. Die Polizei wird doch seine ganze Wohnung durchsuchen. Ja, ja, jetzt gerade in Panik. Ich muss zur Abendvisite. Wir telefonieren.
Ach, ja, später. Und? Ja, ein bisschen Blut haben wir gefunden, aber sonst. Ja, bis gestern hat es geschneit, da können wir Fuß- und Reifenspuren nie vergessen. Ja, die Pistenraupe hat eh alles zusammengefahren. Und den Spuren ist eh keine mehr da. Mach's trotzdem weiter. Hier findest du immer irgendwas, oder? Das Projektil brauchen wir halt. Da, ein Projektil finden. Das sollst du alles ab von da hinten bis zur Schneebar. Na super. Okay? So, und jetzt zu Erna. Grüß Gott. Sie haben den Schnee zur Schneebar geschoben, oder? Ja. Und gesehen haben Sie da nichts? Ja. Gar nichts. Sie haben überhaupt nichts gesehen. So? Und was? Also, vor zwei Tagen ist da einer raufgefahren. Mit so einem silbernen Geländewagen, so einem Jeep. Ja, und? Ja, und dann hat's kracht. Kracht? Kracht. Kannte auch ein Schuss gewesen sein. Und? Haben Sie das Kennzeichen? Es hat ja geschneit. Frau Schumann erwartet Sie. Danke. Nehmen Sie Platz, ich bin gleich bei Ihnen. Theresia. Hallo Ulrich. Ich hab gewusst, dass wir uns irgendwann noch mal treffen. Das hat aber ganz schön lange gedauert. Gut schaffst du das. Danke. Bist du gekommen, um mir das zu sagen? Ich bin dienstlich hier. Was kann ich für dich tun? Du kennst doch sicher einen Bruno Kiesel. Ach, Marius. Darf ich dir Herrn... Sartori, Kriminalpolizei. Guten Tag. Schumann. Freut mich. Meine Tochter Valerie. Tja, der Grund meines Besuchs ist leider nicht so erfreulich. Es geht um Ihren Freund, Bruno Kiesel. Was ist mit ihm? Er ist tot. Er ist erschossen worden. Tut mir leid. Das ist ja grauenvoll. Tja, ich hätte da ein paar Fragen. Valerie, komm mit. Sie müssen verstehen, Sie hingen sehr an ihm. Kommen Sie. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Herrn Kiesel? Anfangs nicht besonders. Wieso? Er hatte nicht den besten Ruf, was Frauen anbelangt. Später? Später habe ich ihn schätzen gelernt. Ein zielstrebiger junger Mann, der wusste, was er wollte. Das hat mir imponiert. Danke. Sagen Sie, Ihre Frau ist nicht die Mutter von Valerie? Nein, sie ist meine zweite Frau. Valeries Stiefmutter. Valerie ist in ihr Zimmer gegangen. Ich glaube nicht, dass sie heute noch mal runterkommt. Dann komme ich morgen noch mal wieder. Frau Schumann, wie war denn Ihr Verhältnis zu Herrn Kiesel? Gut. Sie untertreibt. Sie war hingerissen von ihm. Ein gut aussehender junger Mann. Geld allein ist eben nicht alles. Schatz. Was ist die Spurensicherung? Die hat natürlich noch an der Schneebar zu tun. Was ist er, Herr? Motorschlitten. Den Schlüssel von den Toten haben Sie, gell? Aber dass Sie wissen, wo ist, das habe ich richtig in Erinnerung gehabt, gell? Das wären Sie ohne mich, Herr Hofer. Einsam? Da ist er her. Hübsche Wohnung für einen mittellosen Informatikstudenten. Allerdings. Die Stereoanlage kostet mindestens 2.000 Euro.
Und der Fernseher erst doppelte. Da kriege ich ein ganzes Kino dafür. Und dann machen sie die Hofer Filmtage. Ja? Ich hab schon gesagt, Anita, Anna, China, Heidi. China. Da lässt er wirklich nichts anbrennen, ha? Nix da. Private Nutzung wird verboten. Ja, Satori? Vincent? Ja, der steht neben mir. Moment, schauen Sie mir Ihr Handy an. Vincent, was willst denn du? Ich hab zu tun. Was? Einen Hirnhauthobel? Hornhauthebel? Hornhauthobel? Sag sei gleich. Dann warum sagt deine Mutter mir das nicht selber? Ist gut. Ja, riechst du aus, ich mach's. Also, vierte. Ich hab gewusst, wie man lebt. Hornhauthobel. Schnecken von Rio. Herr Hofer, schauen Sie mal her. Wissen Sie, was das ist? Ein Anzug? Anzug. Das ist ein echter Antonello Di Mio aus Mailand. Das kriegt man in Rosenheim nicht. Schade. Auf jeden Fall liege richtig. Der Bruder auf großen Fuß klebt. Ziemlich großem. Was kochen? Ist ja nichts da. Du, lässt am Freitag nicht Lust ins Kino zu gehen? Und meine Mutter mitzunehmen? Wieso? Du hast eine sturmfreie Bude, hä? Die Kathi fährt am Samstag für 14 Tage mit ihren Eltern nach Cesenatico. Na gut, das nicht mehr einladen. Wieder mit deiner Mutter? Die ist doch eh ganz lock.
Ja, ich weiß nicht, wie ein Luca die wirklich ist, wenn es darauf ankommt. Du, Marie? Ja? Ich würde mal gerne mit dir ins Kino gehen. Ja, gern. Wann? Am Freitag. Am Freitag habe ich mir vorgenommen, dass ich die Steuer mache. Machst du es halt mal anders. Wenn ich es am Freitag nicht mache, dann wird es wieder nichts. Dann können wir doch am Samstag ins Kino gehen. Ist doch jeder doch gleich, oder? Ja, schon, aber... Such dir schon mal einen Film aus. Na super, hast du es gemacht. Die hat sich das Kind schon mal durchgesetzt. Das ist irgendwie erblich bedingt. Morgen. Guten Morgen. Wo waren Sie gestern? Aber mal waren Sie weg. Bloß Ihr Auto ist noch da gestanden. Und Sie? Haben Sie getanzt oder warum war die Musik so laut? Was? Ich habe Sie gerufen, Herr Hofer. Aber Sie haben nichts gehört. Aus der Wohnung vom Kiesel ist jemand abgehauen. Ich bin ihm im Motorschlitten hinterher, weil mein Wagen, der war ja leider eingeparkt. Dann ist mir unterwegs das Benzin ausgegangen. Mitten in der Pampa. Hätten Sie mich angerufen? Oh mein. Das ist ja so klein, die Spülbe überhaupt nicht. Danke. Und? Wer war das? Den Fahrer konnte ich nicht erkennen. Aber auf dem Motorschlitten war eine Aufschrift: Biathlon Club Enterit. Warst du schon dort? Das machen wir zu Fuß zu weit. Das machen wir heute zusammen. Super. Marc, wir sollten mal überprüfen, wo der Schumann sein Geld her hat. Wahrscheinlich für seine Privatpatienten. Oder von der reichen Frau. Das zweite scheidet schon mal aus. Morgen. Morgen. Stocki, was machst du denn da? Gar so fleißig. Ich schneide die Zeitungsartikel aus, die über Michi Mohr berichten. Alle Zeitungen aus München haben drüber was geschrieben. Und sogar eine aus Frankfurt ist dabei. Hat der Mohr bei seinen Träumen vielleicht zufällig an die Fahrzeugrecherche gedacht, um die ich ihn gebeten habe? Es geht um den silbernen Jeep. Es sind über 200 Fahrzeuge bei uns im Landkreis. Bearbeiten. Vielleicht ist ein Bekannter dabei. Bin ich da überhaupt befugt? Hiermit ja. Ja, toll. Ich habe sonst nichts zu tun, oder? Was doch passiert, der Herr Mohr, sind wir jetzt ein richtig schlagkräftiges Team, oder? Guten Morgen, die Herren. Morgen. Guten Morgen. Ich habe da den Obduktionsbericht vom jungen Kiesel. Der Todeszeitpunkt war vor 2 Tagen, zwischen 16 und 20 Uhr. Genauer war das nicht mehr zu bestimmen. Das heißt, er ist am Montag erschossen worden? Sie sagen es, Herr Sartori. Das ist eine schreckliche Geschichte. Der Herr Kiesel war eines unserer Hoffnungs- Herr Balthasar, also wissen Sie, wie der Dr. Schumann zu seinem Vermögen gekommen ist? Der Schumann ist ein hervorragender Arzt. Ich habe mich selber von ihm operieren lassen. Nach dem Skiunfall, da schauen Sie, das Knie mit 1A beweglich. Aber entschuldigen Sie, Herr Hofer. Macht nichts. Außerdem hat sich der Dr. Schumann frühzeitig mit seiner Klinik auf die Behandlung von Sportlern spezialisiert. Und das sind zahlungskräftige Kunden. Besonders, wenn sie erfolgreich sind. Apropos, wie weit sind wir im Fall Kiesel? Gibt es verwertbare Spuren? Ja. Die Spurensicherung sucht immer noch nach der Kugel, mit der der Kiesel erschossen worden ist. Ja, und wir wollten uns jetzt dann mit der jungen Schumann unterhalten. Das müssen Sie vielleicht alleine, Herr Sartori. Ich habe nämlich noch ein paar Worte mit Kollegen Hofer unter 4 Augen zu sprechen. Der schlechteste Schütze von ganz Oberbayern. Ich? Ja, und zwar mit Abstand. Na, ich hab doch getroffen. Und der Kollege Sartori, wie hat der abgeschnitten? Jedenfalls war er nicht beim Schlechtesten. Das Innenministerium empfiehlt in Fällen wie dem Ihren so eine Art, sagen wir mal, Auffrischungskurs. Ah, ich denke, das braucht's gar nicht. Ich werde das selber. Das ist mehr eine Anweisung, Herr Hofer. Frau Schumann, sind Sie heute in der Lage, mir ein paar Fragen zu beantworten? Ja. Haben Sie eine Idee, wer es getan haben könnte? Hat er mit jemandem Streit gehabt in letzter Zeit? Oder hat ihn jemand bedroht? Wie war sein Verhältnis zu Ihren Eltern? Erst war schwierig. Mein Vater ist immer misstrauisch gegen Leute, die kein Geld haben. Aber dann wurde es immer besser. Wissen Sie, wir waren nämlich in seiner Wohnung und ich finde, die ist für einen Studenten ganz schön nobel eingerichtet. Bruno hatte halt einen guten Geschmack. Haben Sie nie gefragt, wo er das Geld hatte? Hat das von Ihnen? Von dem Vater? Naja, ich weiß, dass mein Vater ihm gelegentlich heimlich was zugesteckt hat. Wie viel? Ich denke, so viel, dass wir gemeinsam unseren Spaß haben konnten.
Da ist doch wohl nichts dabei. Sagen Sie, wann haben Sie Ihren Freund denn das letzte Mal gesehen? Er hat Sonntag auf Montag bei mir geschlafen. Morgens hatte er Vorlesungen und am Nachmittag wollte er trainieren. Mit dem Markus. Michel? Ja. Abends wollten wir uns dann wieder treffen. Aber er kam nicht. Servus, Theresia. Hallo. Werden deine Besuche jetzt zur Dauereinrichtung? Vielleicht. Jetzt was dagegen. Mir ist charmanter Besuch immer willkommen. Bei meinem Mann bin ich mir da nicht so sicher. Entschuldigung. Ah, der Herr Kommissar. Gut, Herr Doktor. Und, haben Sie schon irgendwelche Hinweise, wer Bruno ermordet haben könnte? Nicht wirklich. Verstehen Sie, es geht mir vor allem um Valerie. Es wäre so viel leichter. Schumann, Sie werden sicher verstehen, dass ich Ihnen über laufende Ermittlungen keine Auskunft geben kann. Ja. Ja, natürlich. Also schönen Tag noch. Wiederschauen. Wünsche ich Ihnen auch. Wiederschauen. Hallo, Liebes. Hallo. Ja, Herr Hofer, hier Satori. Na, sind schon fertig beim Balthasar. Es trifft sich gut. Es gibt nämlich interessante Neuigkeiten. Am Schluss darf er ein bisschen Skifahren. Nein, zur Hütte von Bichl. Das erzähle ich Ihnen unterwegs. Also dann, bis gleich. Aufpassen! Fahren wir Pistenraub oder was war denn das da oben? Was wird sein? Sie fahren wieder Pistensau und jetzt fahr ich voraus. Weil ich muss abkürzen, haben Sie gehört? Ich fahr doch nicht hinten, ich hab keine Lust auf Buckelpiste. Sie wissen doch gar nicht, was da hoch ist. Natürlich! Nichts wissen Sie. Ich fahr voraus. Ich fahr voraus. Nein, ich fahr. Aus der Bahn, Kartoffeln sparen. Hey! Da kommt der Hofer fahren. Vergiss noch. Ah, schon da. Logisch. Da hinten muss er sein. Mal sieh das. Logisch. Ihm fährt er doch sowieso bloß davon. Michel! Hey! Ja los, hinterher! Komm schon wieder. Wenn sich normal einer Befragung entziehen, dann lass ich sie einsperren, ja? Nein. Ich war auf meiner Schlussrunde und wollte mir die Zeit nicht versauen. Das interessiert mich einen Scheißdreck! Herr Michel, sagen Sie mal, wer war denn der bessere Biathlet von Ihnen beiden? Sie oder der Herr Kiesel? Was sagen wir so? War aber eher vorne wie ich. In letzter Zeit ist er ziemlich an ihm vorbeigezogen, oder? Nein. Er hat halt einen Lauf gehabt. Und das hat sich schon wieder geändert. Jetzt hat es sich geändert. Was wollen Sie denn damit sagen? Michel, wir wissen inzwischen, dass Sie der Letzte waren, der den Kiesel lebend gesehen hat. Nein, wir haben ja zusammen trainiert. Wann war das? Das kann ich Ihnen ziemlich genau sagen. Wir haben uns so gegen 12 Uhr getroffen und dann haben wir bis ca. 15 Uhr trainiert. Und danach habe ich meiner Mutter auf der Hütte geholfen. Das wird sie Ihnen bestätigen. Das hoffe ich für Sie. Sie glauben es doch nicht im Ernst, dass ich den Bruno umgebracht habe. Wieso hätte ich Ihnen das tun sollen? Konkurrenz, Herr Bichl. Immerhin ging es für Sie beide um den Einzug in die Nationalmannschaft, oder? Ja, das ist ja richtig.
Als ich den Bruno gesehen hab, da war er noch am Leben und ich wünschte, es wäre halt auch noch so. Abfuhr, deine Isotrinks hast du vergessen. Ach, Mama. Ah, habt ihr gerade ein Interview? So ähnlich. Sieh, das müssen sie mal schreiben. Wie hart, dass der Markus trainiert, gell? Wo er außerdem noch seiner Mutter auf der Hütte hilft. Da könnten sie so manche von den jungen Leuten eine Scheibe abschneiden. Mama, bitte lass! Doch! Das interessiert die Herren, oder? Was uns interessiert ist, wann ist er vorgestern nach Hause gekommen? Ja, Mai. Nach dem Training? So um eine halbe vier. Hopp, Ella, Ella, hopp, hopp, hey, alle 5 Sekunden hin, Ella, hopp, hopp, hopp. Wenn diese Mutter die Wahrheit sagt, dann fällt der Bichler als Täter aus. Bleibt immer noch die Frage, wer den Kiesel finanziert hat. Der Schumann? Aber das wird uns der feine Herr mit Sicherheit nicht auf die Nase binden. Wie ich sie kenne, treibt es sie wieder mal zum Weibe, da schau ich mich da herausnehmen, ja? Grüß Gott. Ich habe gehört, was passiert ist. Danke. Grauenhaft. Der Kiesel war wohl ziemlich erfolgreich, ja? Ja, er war einer unserer Besten. Glauben Sie, dass der Mord etwas mit dem Verein zu tun hat? Der Kiesel hat auf ziemlich großem Fuß gelebt. Wissen Sie, wo er das Geld her hatte? Keine Ahnung. Bei uns wird Sport und Privates strikt getrennt. Beim Kiesel ist gestern eingebrochen worden. Der Täter ist mit einem Motorschlitten aus ihrem Verein geflüchtet. Tatsächlich. Wie viel von den Dingern haben Sie denn? Einen. Und wer ist denn gestern gefahren? Das weiß ich nicht. Das muss ich feststellen lassen. Es gibt eine Liste, in die man sich eintragen muss, wenn man den Schlitten fährt. Kann ihn jeder benutzen? Ja, im Prinzip jeder, der weiß, wo der Schlüssel hängt. Ich werde es gleich nachprüfen. Also auch Sie? Ja. Zum Beispiel auch ich. Aber ich war es nicht. Auf die kleinen Scheiben ziehen. Ist so? Sie haben ja Linkshändergewehr. Da wird das nichts. Ist so? Ach so! Ich habe gleich gewusst, dass das nicht an mir liegt. Sie haben Rechtshänder, oder? Kann ich mal mit dem? Okay. Ein bisschen ein Lauftraining, ne? Naja, ich will es nicht übertreiben. Der Herr Dr. Schumann ist im Verein wohl sehr verbunden. Er hat die sportmedizinische Betreuung unserer Athleten übernommen. Herr Schumann ist ein exzellenter Arzt. Und seine Klinik hat einen sehr guten Ruf. Ja, das habe ich auch schon gehört. Sagen Sie, was machen die denn mit den Gewehren? Schießen? Ich meine, nach dem Training. Bleiben die hier, oder? Die nehmen sie mit nach Hause. Sie sagen Sie mal, wie war denn das Verhältnis von der Frau Ritter und dem Bruno Kiesel? Nein. Wir können es jetzt doch sagen. Bleibt da unter uns? Also richtig gut war es nicht. Wir haben schon öfter mal gestritten. Aha. Um was ging es da so? Keine Ahnung. Ich gemerkt dann, dass ich in der Nähe bin, haben sofort das Thema gewechselt. Aber von mir haben sie es nicht. Sowieso nicht. Grüß Gott. Die Frau Ritter, die macht hier die Geschäftsführung. Mein Kollege Hofer. Freut mich sehr. Ganz meinerseits. Sagen Sie mal, Frau Ritter,
Wie haben Sie sich mit dem Bruno Kiesel verstanden? Fangen Sie jetzt auch noch an. Gut, wie mit allen anderen auch. Mhm. Gab's da nie Streit? Streit? Mhm. Naja, der Bruno, der war, wie soll ich das sagen, ein dominanter Typ. Den habe ich ab und zu mal in seine Schranken weisen müssen. Das war's dann aber auch. Ja, Sie entschuldigen mich dann. Ich habe noch einen Termin. Wiederschauen. Wiedersehen. Frau Ritter, ich glaube, Sie haben da einen Zwickel verloren. Schauen Sie da bitte. Das kann eigentlich nicht sein. Ah, dann muss er doch mir aus der Tasche gefallen sein. Entschuldigen Sie. Danke. Schau, Michi. Das ist eine richtige Pressemappe. Engagierter Polizist fängt Hüttenräuber. Das liest sich doch super, oder? Das darfst behalten. Danke. Und das ist eine eigene Pressemappe. Die lassen wir hier im Haus rumgehen, damit jeder mal sieht, wer die eigentliche Arbeit leistet. Das ist ja nett von dir. Da weiß ich ja gar nicht, wie ich mich da reversieren, wie ich das wieder gut machen kann. Das sind über 200 Fahrzeuge. Die sollst du überprüfen. Das hast ganz allein dem Hofer zu verdanken. Warte mal. Schau her. Dr. Marius Schumann. Das ist doch der Vater von der Freundin von dem Toten. Tatsächlich. Michi, du bist eine richtige Miss Marple. Na klar. Jetzt zeige ich dir mal, wie man einen Mordfall wirklich löst. Ja, was ist denn? Herr Professor, Entschuldigung, die Polizei ist da. Lass uns mal. Ich mach das schon, gell? Danke. Grüß Gott, Herr Dr. Schumann. Ja? Mein Name ist Mohr, Michael Mohr. Ich habe da ein paar Fragen an Sie. Es geht um den Mordfall Kiesel. Sind Sie von der Kriminalpolizei? Ja, sozusagen. Also gut, Herr Kollege, geben Sie das weiter, ja? Bitte fassen Sie sich kurz, ich muss zur Operation. Sie haben es aber nicht hier. Sind Sie nur der Chefarzt oder? Die Klinik gehört mir. Wie kann ich Ihnen helfen? Herr Doktor, Sie fahren einen silbernen Geländewagen? Ja. Baujahr 2003? Ja. Und? Geht gut? Ich bin zufrieden. Danke. Nächste Frage. Wo waren Sie denn am Montag? Also heute vor zwei Tagen? Zu Hause, hier in der Klinik, in Rosenheim. Wann denn bitte am Montag? Oder fragen wir mal anders. Könnte es sein, dass wir mit unserem silbernen Geländewagen Baujahr 2003 vor zwei Tagen an der Hochleipe waren? Hochleipe? Hochleipe. Nein, nein, das kann nicht sein. Ja, ja, ich komme sofort. Sehen Sie, und das ist komisch. Wir haben nämlich einen Zeugen, der wohl ihn gesehen hat. Da muss der Zeuge wohl irren. An diesem Montag war der Wagen in der Werkstatt. Sie können die Telefonnummer von meiner Sekretärin bekommen. Noch weitere Fragen? Nein, zurzeit nicht. Sie entschuldigen mich. Ich muss, wie gesagt, zur OP. Danke. Bitte schön. Ja, ja. Haben wir dir das eigentlich angeschafft, dass du den Schumann vernimmst? Nein, aber. Danke, Michi. Hast du dann wenigstens in der Werkstatt angerufen? Nein, das hat mir niemand angeschafft. Ich habe nur Eigeninitiative gefragt. Aha. So ist es also. Wenn es darum geht, für euch die Arbeit zu erledigen, dann ist Eigeninitiative gut. Aber wenn es darum geht, die Lorbeeren einzuheimsen, dann dürfen wir beide ins zweite Glied zurücktreten. Ich habe meine Eigeninitiative abgeschlossen. Der Wagen oben an der Loipe gehörte dem toten Herrn Kiesel. Und wo ist der Wagen jetzt? Bis jetzt nicht auffindbar. Den müssen Sie jetzt schon selber suchen. Nicht, dass ich wieder was umsonst mache. Schauen Sie, Frau Stoppel, wenn es darauf ankommt, ist eben doch kriminalistischer Schaden gefragt. Da kommen wir mit dem Glück nicht weit. Apropos, die Spurensicherung war auch Eigeninitiativ. Die haben ein paar Sachen vorbeigebracht. Ich habe sie dem Herrn Sartori auf den Schreibtisch gelegt, damit man es auch wiederfindet. Danke, Frau Stoppel. Bitte, Herr Hofer.
Ja, Meistockel. Jetzt reg dich halt nicht immer so auf. Ist doch wahr, du bist viel zu bescheiden. So wird nie was aus dir. Auf den Kontoauszügen vom Kiesel sind immer wieder Bareinzahlungen. 5.000 Euro, da sogar 10.000 Euro. Das ist interessant. Lassen sich auch andere Menschen teilhaben an ihren Erkenntnissen? Die Spuren sind ja beim Kiesel Mitgliederlisten vom Verein gefunden. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Jetzt auf deinem Regalbrett kleben aber schon. Der hat scheinbar kribisch Buch geführt über die Krankheitstage der Athleten. Vielleicht hat er die Blumensträuße besorgt. Das müssen dann aber Fischsträuße gewesen sein, schauen Sie mal her. Sebastian Scheller zum Beispiel. Meniskusoperation im Mai, Kreuzband im September, Bandscheibenprophylaxe im Dezember. Ein äußerst sensibles Bursch, oder? 7 Operationen in 2 Jahren und alle in der Klinik vom Schumann. Die Frage ist, ob die wirklich stattgefunden haben. Das ist wirklich die Frage. Der Schumann wird uns nichts erzählen, aber vielleicht die Fahrritter. Sie können sich ja noch mit der Ritte unterhalten. Ich für meinen Teil pflege über solch komplizierte Sachverhalte eine Nacht zu schlafen. Das machen Sie, Herr Hofer. Gute Nacht. So, ich habe in der Werkstatt angerufen. Das stimmt, was du schon mal sagst. Tja, naja. Das muss in die Spurensicherung, Frau Stockel. Achtung, Frau Stockel. Ja. Das ganze pronto, wenn Sie so viel Italienisch verstehen, gell? Und Michi, du findest den Chip. Ach, und Herr Hofer? Ja. Was machen Sie eigentlich? Außer, dass Sie die Beweise der Spurensicherung verlegen, dass Sie Ihr Telefon nicht mehr finden, weil Sie seit Jahren Ihren Schreibtisch nicht aufgeräumt haben. Ohne den Mohr wird's hier doch aufgeschmissen. Der Mohr fängt den Hüttenräuber und der löst auch diesen Fall. Und wer stellt sich mit stolz geschwellter Brust vom Balthasar und lässt sich feiern? Sie, Herr Hofer! Dabei sind Sie nichts anderes als ein Westentaschen-Sherlock Holmes. Ein Hercule-Püree sind Sie nur beim Essen. Bravo, Frau Stockel. Genauso ist es. Und Ihnen, Herr Sartori, Ihnen sage ich eins. Sie sind ein windiger Sprücheklopfer. Ein Kabriolettfahrer! Ich war in Kiesels Wohnung. Und? Nichts und. Keine Ahnung, wo der Kiesel es hat. Um mir das zu sagen, kommst du hierher? Du wolltest doch, dass ich dir Bescheid gebe. Und du hast nichts gefunden? Nein. Das sag ich dir ja gerade. Glaubst du, dass ich lüge? Ich hoffe für dich, dass du das nicht tust. Kommst du, Paps? Ja, Liebes, ich komme. Mach keine Dummheiten. Nicht schlecht. Ich hoffe, Sie werden ja nicht auf den Kollegen schießen, oder? Entschuldigung. Was schleichen Sie da auch umeinander? Ich wollte nur mal schauen, wie herumballer, wie so ein Verrückter. Sie haben es sonst nicht so damit. Habe ich Sie jetzt endlich bekehrt? Hm? Ach so. Ab und zu gehe ich fremd. Das ist nichts Neues. Und Sie? Haben Sie einen Schießtest schon bekommen? Seid ihr geben Sie es, oder? Ich bin im oberen Drittel. Ist das super. Dafür, dass er sie die Nacht vorher durchgemacht hat, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Wie sind wir hingelaufen? Ach stimmt, Sie wissen es ja noch gar nicht. Herr Hofer, wollen Sie langsam aufhören? Was ist denn das für eine Knarre? Ist die von Ihrem Großvater? Nein, die ist von meinem Vater. Zweitens, was geht Sie das an? Drittens, was wollen Sie überhaupt? Die Marie schickt mich, das Essen ist gleich fertig, aber wir können es haben. Ich treffe mich mit einer Schulfreundin. Kenn ich die? Interessiert dich das überhaupt?
Es tut mir leid, Theresia, ich weiß, ich habe dich vernachlässigt. Aber ich schwöre dir, es wird alles wieder anders. Das sagst du schon seit Jahren, Marius. Du lebst für deinen Beruf, für Valerie und irgendwann ganz hinten, da komme ich. Das sagst ausgerechnet du? Was soll das denn heißen? Glaubst du, ich habe nicht gesehen, wie du den Kiesel angeschaut hast? Das sagt der Richtige. Und was ist mit dir und der Ritter? Ach komm, jetzt lenk doch nicht ab. Hast du Bruno umgebracht? Was? Wie kommst du denn auf die Idee? Nein, nein, ich habe ihn nicht umgebracht. Dann ist ja gut. Ärger in der Arbeit. Hm. Gekommen, deiner kleinen Schwester kannst du es doch erzählen, ha? Hm? Wo warst denn du? Da, der war für dich bei der Post dabei. Maximal Kinosender. Ja, mach halt auf. Liebe Frau Hofer, Sie haben 2 Kinokarten gewonnen, die wir anlässlich unseres Firmenjubiläums verschenken. Wir gratulieren an bei 2 Karten für 2 Herzen am Fluss für den kommenden Freitagabend. Ich meine, 2 Herzen am Fluss, da wollte ich sowieso unbedingt rein. Okay, das ist doch irgendein Schmachfetzen. Können wir die Karten nicht umtauschen? Aua. Das ist doch ein super Film. Und außerdem willst du den doch sowieso anschauen. Ich? Ja, klar. Was kann man am Freitagabend besser machen? Ah ja, richtig. Genau. 2 Herzen am Fluss. Ich hab jetzt mal im Dreivierteltakt. Am Fluss. Das ist ein super Film, sehr wollte ich mir anschauen. Sag mal, ist irgendwas mit euch beiden? Na, nicht, dass ich wüsste. Entschuldigung, wo finde ich den Herrn Satori? Der wohnt nebenan. Ja, über den Hof rüber. Danke. Grüß Gott. Ist. Und du auch. Irgendwie habe ich jetzt damit gerechnet, dass du im Smoking vor mir stehst. Wie damals. Dass du deinen Dirndl auch noch an. Stimmt, es würde besser zu dem Hof passen. Darf ich rein? Mhm. Aber es muss ja nicht immer ein Dirndl sein. Kriege ich auch einen? Klar. Du fragst dich sicher, warum ich hier bin. Vielleicht willst du wissen, ob ich deinen Mann verdächtige. Kannst du dir gar nicht vorstellen, dass ich wegen dir gekommen bin? Sagen wir mal so, vorstellen kann ich es mir schon, aber ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht. Aber nicht mit mir. Dass du mir tatsächlich einen Mord zugetraut hast, das hat mich damals sehr verletzt. Ich bin Polizist. Was hast du denn erwartet? Prost. Prost. Das ist gerade meine absolute Lieblingsnummer. Ehrlich? Mhm. Meine auch. Ehrlich? Mhm. Weißt du, was ich schade finde? Dass ich nicht einmal weiß, wie du küsst.
Die Brille hätte dann jetzt die Gläser beschlagen. Wenn du wüsstest, wie lange ich nicht mehr so richtig geküsst worden bin. Schade finde. Was? Dass uns immer noch der Antrieb von jemandem umgebracht worden ist. Was ist? Nichts. Du bist Polizist. Was habe ich erwartet? Was wollte Frau Ritter bei dir, Paps? Nichts Besonderes, Liebes. Wollt ihr euch scheiden lassen, Theresia und du? Was? Kommst du denn auf die Idee? Wegen der Ritter? Mach dir keine Gedanken. Naja, aber die große Liebe ist das nicht mehr zwischen euch beiden. Ach, Valerie. In der Ehe gibt's Höhen und Tiefen. Kein Grund, gleich das Schlimmste anzunehmen. Glaubst du, sie ist mit Bruno ins Bett gestiegen? Cabriolettfahrer. Noch blöder hätten Sie sich nicht hinstellen können. Ich hab gedacht, Sie sind schlank. Sagen Sie mal, wie war es eigentlich mit der Theresia Schumann? Das ist privat. Bei einem Mordfall gibt's nichts Privates. Ja, Herrschaftszeiten. Sowas Dummes. Das. Ja, in die Herrschaftszeiten. Sowas Blödes. Morgen, Frau Stottel. Guten Morgen. Ich habe das Verdeck von meinem Cabriolet heute übrigens zulassen. Es war mir zu windig. Herr Satori, deswegen gestern, das tut mir so leid. Wollen Sie eine Latte? Na, Tee wäre mal lieber. Gleich. Wo bleiben Sie so lang? Ich war spazieren. Herr Hofer, das lag auf meinem Schreibtisch. Gehört das zufällig Ihnen? Ja. Für Vincent. Was haben Sie denn da? Ein langes, braunes Damenhaar. Vermutlich gehört das der Theresia Schumann, oder? Und? Was geht Sie das an? Schauen wir mal. Wenn es am selben Kopf stammt wie das hier, das habe ich im Bett von Bruno Kiesel gefunden. Was? Und wie Sie beim Schlittenfahren waren. Ich rede mit der Theresia. Nein, das mache ich. Sie sind befangen. Nein, nein. Wollen Sie dienstliche Erklärung abgeben zur letzten Nacht? Zuerst. Also, Herr Hofer, das, was ich gestern gesagt habe, das
war vielleicht ein bisschen krass. Wenn ich Sie nicht andauernd lobe, dann heißt es nicht, dass ich Ihre Arbeit nicht schätze. Ich wollte doch nur, dass der Michi Mohr nicht immer leer ausgeht. Frau Stockel, Sie müssen einmal den Druck sehen, unter dem wir stehen. Aber der das Fall, hat doch damit nichts zu tun, dass Sie Ihre kriminalistische Arbeit nicht wirklich schätze. Wenn Anspruch genommen hat, dann haben wir nicht einfach die Zeit für alles. Herr Gott, noch mal, Herr Hofer, jetzt lass ich mich doch mal ausreden. Sie unterbrechen mich doch dauernd. Na, Sie! Ich hab angefangen. Na, ich hab angefangen. Entschuldigung, ich wollte mich nur entschuldigen. Herr Hauptkommissar. Kiesel von der Spurensicherung. Ich habe gerade den Dings, am Gang draußen getroffen, hat er mir das mitgegeben. Hier, die Fingerabdrücke auf dem Geldstück stimmen mit denen überein, die in der Wohnung Kiesel gefunden wurden. Wo ist denn der Hofer? Der ist unterwegs. Morgen, Frau Stoppel. Ach, Herr Balthasar. Guten Morgen. Wo wir gerade über den Kollegen Hofer sprechen, ich mache mir in letzter Zeit ein bisschen Sorgen um ihn. Ja, warum? Wegen dem Schießtest. Hat er Ihnen das erzählt? Und da heißt es immer, Sie zwei könnten nicht miteinander. Naja, das wird auch immer übertrieben, Herr Balthasar. Da denke ich mir doch, weil so eine peinliche Geschichte, die erzählt man ja nicht jedem. Wie ist denn das passiert? Weiß auch nicht. Früher war er immer ein guter Schütze. Und jetzt das schlechteste Ergebnis von ganz Oberbayern. Was passiert denn jetzt? Er muss zu so einem Aufbaulehrgang. Deppelkurs. Der Arme. Sehen. Wie gesagt, Herr Schumann ist noch in der Klinik und Frau Schumann ist gerade beschäftigt. Ja, wie gesagt, die wartet an der Weile. Herr Satori, da wäre Besuch für Sie. Wer ist es denn? Eine Frau Anker-Ritter. Das trifft sich gut für uns rein. Bitte schön. Moin, Frau Ritter. Gut, dass Sie kommen. Bitte. Wieso haben Sie mich erwartet? Das nicht, aber Sie hatten uns halt sowieso noch mal bei Ihnen gemeldet. Da sind Ihnen ein paar Fragen aufgetaucht. Was denn für Fragen? Wollen Sie mir nicht erst mal erzählen, warum Sie hier sind? Kommen Sie rein. Sagen Sie, wenn man eine Aussage macht und dabei auch sich selbst belastet, wird man dann trotzdem bestraft? Es wird Ihnen sicher strafmildernd angerechnet, wenn Sie sich selbst belasten. Oh, es geht nicht gegen mich, um mich. Und wie geht's dann? Geht's um Dr. Schumann?
müssen über den Montagnachmittag reden. Herr Dr. Schumann ist der größte Förderer unseres Vereins und er behandelt und operiert unsere Athleten. 7 Operationen in 2 Jahren. Ein Athlet. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Frau Ritter, waren Sie schon mal in der Wohnung von Herrn Kiesel? Nein. Warum haben wir dann Ihre Fingerabdrücke in seiner Wohnung gefunden? Frau Ritter, kommen Sie. Vorgestern in seiner Wohnung. Das waren doch Sie, oder? Hm? Was haben Sie heute gesucht? Darum geht es ja gerade, deswegen bin ich ja hier. Könnte ich vielleicht ein Glas Wasser bekommen? Sicher. Frau Stockel, hätten Sie ein Glas Wasser? Ja, Ritter? Ach, Sie sind's. Was, jetzt gleich? Ja, ja, gut, ich komme. So. Frau Ritter? Gott. Gott, wer sind Sie denn? Entschuldigung, Corbinian Hofer von der Kripo. Der Kollege von Herrn Sartori. Oh, es tut mir leid, ich habe Sie völlig vergessen. Kommen Sie doch rein. Das macht nichts. Ich habe mir dabei die Zeit ein bisschen vertrieben. War recht aufschlussreich. Sie müssen mir helfen. Welches versuche ich zuerst? Tschüss. Das ist eine gute Wahl. Eine Benefizgala. So etwas ist gnadenlos, wenn Sie da nicht ein absolutes Spitzenkleid tragen. Sind Sie unten durch? Ja, ja, da haben Sie vollkommen recht. Aber sagen Sie mal, der Bruno Kiesel, der war doch... Ja? Das war doch der Freund Ihrer Tochter. Ich dachte, das wussten Sie schon. Wie sind Sie zu ihm gestanden? Er war nett, gut aussehend. Ich mochte ihn. Helfen Sie mir mal. Wie finden Sie es? Bezaubernd. Aber ich habe die anderen noch gar nicht gesehen. Stimmt. Aufmachen kann ich selber. Wie war noch mal die Frage? Ich meine, wie sympathisch war Ihnen der Herr Kiesel? Hatten Sie was mit ihm? Sie haben die Frage verstanden. Ja. Was, wenn ich Nein sage? Naja, wir haben ein langes braunes Haar im Bett von Herrn Kiesel gefunden. Da lassen wir gerade eine DNA-Analyse machen. Ja, ich habe mit Kiesel geschlafen. Oft? Ich meine, mehrmals, also wiederholt oder so. Einmal. Muss das irgendjemand erfahren? Wenn sich daraus ein Mordmotiv ergibt, schon. Hat jemand davon gewusst, von der Sache? Vielleicht Ihre Stieftochter? Oder Ihr Mann?
dem Freund von Valerie. Es tut mir leid, Marius. Wir waren betrunken. Schafgarn! Mit diesem hergelaufenen kleinen, miese kleinen Nutzen. Was regt dich denn eigentlich so auf? Dass ich mit ihm ins Bett gegangen bin oder dass sich jemand an deinem Besitz vergriffen hat? Verschwinde. Hau ab. Verschwinde aus meinem Haus, ja? Hau ab! Verschwinde! Darauf kannst du dich verlassen. Sind doch davon gewusst, von der Affäre ihrer Frau mit Bruno Kiesel. Ich hasse dich. Valerie, es tut mir leid. Warum sollte ich ihn umgebracht haben? Na, weil Ihre Frau sich mit ihm betrogen hat. Hören Sie, sehe ich aus wie jemand, der deswegen einen Menschen erschießt. Sie sind auch nichts anderes wie andere betrogene Ehemänner, die ausgerastet sind. Entschuldigung. Herrschaft. Herr Kollege, was ist denn? Grüß Sie, komm, ich wollte gerade los. Grüß dich, Ritter. Der Typ vom Skiverleih hat sie vor kurzem Richtung See laufen sehen. Stimmt da was nicht? Die Ritter wollte auspacken, das schwöre ich Ihnen. Der Kiesel hat die Frau Ritter und den Herrn Schumann erpresst. Wahrscheinlich ist einer von den beiden der Mörder. Also, auf geht's. Wie kommen wir da jetzt hin? Da gibt's keinen Motorschlitten. So, lassen Sie mir jetzt vorbei. Heu hier mal voraus. Ja, das wird Ihnen so passen. Ich fahr doch nicht hinter Ihnen. Haben Sie Angst, dass ich Sie im Wald allein lasse, hä? Das nicht. Aber hinter Ihnen, Herr Hofer, ist die Spur einen halben Meter tiefer als vor Ihnen. Muss es erst erschießen. Ich fahr schon mal vor. Vielleicht gerade mal eine halbe Stunde. Ja, Frau Stockli, Herr Sartori. Frau Stockli, es gibt eine Leiche. Erschossen. Sagen Sie der Spurensicherung Bescheid, wir sind ja oben am See. Danke. Was machen Sie denn da, Herr Hofer? Ich denke nach. Oje, oje. Jetzt haben wir was lernen. Passen Sie auf. Sehen Sie die Spuren da drüben bei dem Baum? Da müsste der Schütze gestanden sein. Stellen Sie sich mal vor, Sie waren der Schütze und legen Sie an. Stellen Sie mal daher. So. Anlegen. Sehr schön. Jetzt gehen Sie einen Schritt zurück. Schauen Sie mal hier die Spuren an. Dann schauen Sie sich die Spuren von dem Schützen da drüben an. Lernen Sie nicht alles zertrampeln. Herr Hofer, ich mache das nicht das erste Mal. Na, merken Sie was? Ach
Sie meinen, der Schütze war Linkshänder. Also ich, wenn der Schütze wäre. Herr Hofer, wenn Sie der Schütze wären, dann wäre die Frau Ritter noch am Leben. Sagen Sie uns sofort, wo Sie die Info her haben. Das verstößt gegen jegliches Datenschutzgesetz. Haben Sie das von Balthasar? Der Balthasar kann nichts dafür. Ich habe beim LKA einen Sonderkurs in Verhörtechnik belegt. Der Mann hatte nie eine Chance, Herr Hofer. Ich glaube, Sie waren nicht beim LKA, sondern bei der Stasi. So. Ja, gut. Danke. Wiedersehen. Und? Sie haben was? Mhm. Ich auch. Sie zuerst. Der Letzte, der die Ritter kurz vor dem Tod angerufen hat, war unser Markus Bichel. Wahrscheinlich ist sie deswegen so plötzlich aus dem Kommissariat verschwunden. So, und jetzt Sie. Im Biathlonverein gibt's einen einzigen Linkshänder, und zwar unseren Markus Bichel. Oh, schau her. Dann haben Sie ja recht gehabt, Herr Hofer. Ich habe immer recht, nur merken Sie es nie. Mhm. Ja, Michi, was gibt's? Du den Jeep vom Kiesel haben wir gefunden, mit den Fingerabdrücken vom Bichel. Sauber, Michi. Sehr gut. Du, ich habe eine Aufgabe für dich. Ja. Der Bichel? Ja, logisch. Das machen wir. Over. Da bist du. Ja, was ist denn? Du kannst mich doch nicht mit dem ganzen Geschäft allein lassen. Ist was passiert? Was macht sie jetzt weiter? Du, wir waren gerade in der Nähe und haben gedacht, wir könnten kurz was besprechen, zwecks Freitag. Freitag? Freitag? Wäre das jetzt ein großes Problem, wenn ich jemand anders mitnehme? Überhaupt nicht. Nein, wen denn? Deine Freundin Kathi. Du, das ist echt ein nettes Mädel. Ich habe sie gerade vorhin in der Stadt getroffen. Da haben wir das ganz spontan beschlossen. Aber das geht doch nicht. Warum, Nega? Weil du eine sturmfreie Bude brauchst, schau mich an. Schau mich an. Und weil die Karten gar nicht vom Kinocenter sind, sondern von dir. Und du machst bei sowas mit. Ich habe gemeint, ein bisschen Bio-Nachhilfe kannst du nicht schauen. Bio, weißt du, was die gerade durchnehmen? Fortpflanzung.
Entschuldigung, aber der Herr möchte unbedingt zu Ihnen, Herr Doktor. Ich muss mit Ihnen reden. Die Polizei sind im Ehe. Ja, schon gut. Danke. Die waren schon oben bei uns auf der Hütte. Ja, mein Gott, die werden jetzt jeden befragen. Da müssen Sie einfach die Ruhe bewahren. Sie haben sich's leicht reden. Jetzt beruhigen Sie sich doch. Sie werden ja wohl irgendein Alibi haben. Alibi? Sie haben kein Alibi. Komm in, Herr. Ich bin's, der Michi. Du, pass auf. Der Bichl ist beim Schumann in der Villa drin. Der Schumann hat mit den Krankenkassen Operationen abgerechnet, die gar nicht stattgefunden haben. Und auf die Art und Weise hat er sich mehrere Millionen Euro erschwindelt. Und die Ritter hat ihm die Patienten besorgt. Der Kiesel hat den Computer repariert, hat es rausgefunden und die beiden erpresst. Und deshalb ist die Ritter in die Wohnung von Kiesel eingebrochen und hat dort CDs gesucht. Das nennt man Kassenbetrug im großen Stil. Und das in der heutigen Zeit, wo die Krankenkassen eh kein Geld mehr haben. Die Frage ist nur, wer hat wen umgebracht? Und? Die Zielperson befindet sich im Erdgeschoss. Zweites Zimmer rechts. Polizei. Ist Ihnen jemand gefolgt? Was soll das? Jetzt hören Sie auf damit! Sind Sie wahnsinnig? Stecken Sie das weg! Ich regel das! Da sind die Herren von der Polizei. Vielen Dank. Grüß Gott, Herrschaften. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Bichl, warum sind Sie denn vorhin so plötzlich verschwunden? Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Von der Hütte. Unser Kollege hat gesagt, Sie waren plötzlich weg. Ich hab ja gar nicht gewusst, dass mir jemand sucht. Ja, hören Sie, was wollen Sie hier? Die Frau Ritter ist erschossen worden. Wir haben Grund zu der Annahme, dass Sie das waren. Wo Sie? Wie kommen Sie jetzt auf den Herrn Bichl? Der Schütze war Linkshänder. Und der Herr Bichl ist der einzige Linkshänder im Biathlonverein. Außerdem hat er kurz vor ihrem Tod mit der Frau Ritter telefoniert. Das beweist überhaupt nichts. Herr Schumann, zu Ihnen kommen wir noch. Also, Herr Bichl, wo waren Sie heute zwischen 13 und 14 Uhr? Nein, zwischen 1 und 2, da war ich bei meinem Dr. Schumann. Ja, richtig, der war bei mir. Komisch. Genau in der Zeit war ich auch bei Ihnen. Ich denke, das hätte mir irgendwie auffallen müssen. Ja, natürlich. Da waren Sie ja bei mir. Das habe ich jetzt total verwechselt. Ja, es tut mir leid. Ich glaube, ich kann nichts mehr für Sie tun, junger Freund. Herr Schumann, wir sind noch nicht ganz fertig. So, Herr Bichl, was soll ich denn? Sie glauben, Sie können mich hinhängen und Ihren eigenen Arsch retten, ja? Aber da haben Sie sich geschnitten. Was reden Sie denn da? Herr Bichl, hört's auf mit dem Schmarrn. Das bringt doch nichts. Sie haben ja recht. Ihr habt die Ritter umgebracht. Aber fragen Sie doch einmal, warum, ja? Wer wollte denn, dass ich es aus dem Weg räume? Er hier! Los, sag's einer! Wollen Sie mich da reinziehen? Ich hab nichts mit dem Tod von der Ritter zu tun. Das sehe ich aber anders. Die Ritter wollte zur Polizei, das haben Sie natürlich unterbinden müssen. Herr Bichl, nehmen Sie das Messer runter! Los! Jetzt sag's einer! Ja, verdammt nochmal! Ich hab ihm gesagt, er soll die Ritter umbringen. Aber fragen Sie nochmal, wer den Kiesel getötet hat. Du Schwein, du willst mich hinhängen. Du weißt doch, der Brunner hat mich bis aufs Äußerste gereizt. Das hast du doch gesehen. Herr Bichl, geben's auf. Sie machen sich nur unglücklich. Herr Bichl, Messer runter. Ja, lasst ihn doch eh nur laufen. Sicher, du vorne. So, wie macht ihr das? Verhaften, abführen und so weiter. Ich dachte, das mit dem Schießen mache lieber ich. Danke. Danke, meine Herren. Sie haben mir das Leben gerettet. Ist mir langsam mit der Dankbarkeit, Herr Schumann. Sie sind nämlich auch verhaftet. Wie bitte? Ja,
Frau Schumann, es tut mir leid, aber wir müssen Ihren Herrn Vater verhaften. Und zwar wegen Anstiftung zum Mord an Anka Ritter. Hören Sie, der Mann hat mir ein Messer an die Gurgel gehalten. Kein Gericht dieser Welt wird dies Geständnis als rechtswirksam akzeptieren. Das lassen wir mal ruhig unsere Sorge sein, Herr Schumann. Und da gibt's ja noch den Krankenkassenbetrug. Papa, was hast du gemacht? Nichts, Liebes, nichts. Es gibt keinen einzigen Beweis. Täuschen Sie sich, Herr Schumann. Frau Ritter war mit den Aufzeichnungen sehr gewissenhaft. Der Anwalt ist unterwegs. Ich eigentlich nichts an, aber liebst du ihn? Auf jeden Fall braucht er mich jetzt. Pass auf dich auf. Was ist denn das jetzt für ein Seminar, wo du hinfährst? Mei, wir haben Fortbildung heute. Quasi ein Kurs für zielorientiertes Ermitteln, Herr Hofer. Ach, da sind Sie. Ach, grüß Gott, Frau Hofer. Ja, grüß Sie, Herr Balthasar. Ja, dieser Umschlag ist per Kurier von einer Hamburger Anwaltskanzlei zu uns gekommen. Was hat das Ganze mit uns zu tun? Ja, habe ich mich auch gefragt. Darin war diese CD-ROM und dieses Schreiben. Ja, besten Sie lesen Sie mal selber. Mein Mandant Bruno Kiesel hat mich autorisiert, im Fall seines Todes diese CD-ROM der Polizeidirektion in Rosenheim zu überstellen. Entschuldigung. Das ist, was die Ritter gesucht und nicht gefunden hat. Ich glaube, das nennt man Grüße aus dem Jenseits. Ja. Bei dem Fall hätte man eigentlich bloß auf die Post warten müssen. Das ist eine gute Idee fürs nächste Mal. Das würde Ihnen so passen, meine Herren. Also, ich verstehe nur Bahnhof. Aber jetzt sagen Sie mal, Herr Balthasar, was ist das für ein Kurs, wo der Corbinian hinterher bei mir sagt das nicht? Ah, der Kurs? Ja. Ach, da habe ich eine gute Nachricht für Sie. Ihr Testergebnis stimmt gar nicht. Echt? Das ist mit dem von einem Kollegen verwechselt worden. Also, Sie müssen jetzt gar nicht zu dieser Fortbildung fahren. So? Ja, das ist ja super. Mit welchen Kollegen bin ich da eigentlich verwechselt worden? Das ist natürlich eine vertrauliche Personalsache, Herr Hofer. Stehen. Also, schönes Wochenende. Danke. Herr Satori. Aha. Ach, komm jetzt doch am Montag früh mal gleich in mein Büro. Mach ich. Wieso? Das ist persönlich, vertraulich. Unter vier Augen. Sie verstehen? Wiederschauen. Sagen Sie mal, verheimlicht mir doch was. Jetzt einmal raus mit der Sprache. Nichts ist überhaupt. Hey, trotzdem. Entschuldigung. Du triffst mich ja eh nicht. Aber Sie wissen ganz genau, dass Sie die Nacht heute total besoffen haben. Ja. Bier und Wein beim Schießen fein. Der Beste aus meinem Keller. Erst nach dem nächsten Polizeischießen. Okay, ein bisschen Zielwasser kann man immer brauchen. Also.